Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Ich habe hier wunderbare Pfälzer Leberwurst aus dem Glas und wenn ihr wissen wollt, wie wir die gemacht haben, ja, dann bleibt dran, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja, für unsere Pfälzer Leberwurst brauchen wir einen ganzen Haufen Sachen. Deswegen haben wir jetzt erstmal hier nur die Hardware stehen. Alles das, was wir so noch an Fleisch etc. Gewürzen brauchen, das zeige ich euch danach. Aber mal ganz schnell, was wir an Hardware benötigen. Wir haben hier einen Gaskocher. Das könnt ihr natürlich auf dem Herd machen. Dann braucht ihr das alles nicht. Eine Pfanne. Hier ist eine Gewürzwaage, die auf 0,1 Gramm genau wiegt. Die ist immer gut, wenn man Wurst macht. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung, was wir hier nehmen, wenn ihr dann nochmal nachschauen möchtet. Hier haben wir einen Fleischwolf, da habe ich schon mal ein eigenes Video dazu gemacht, verlinke ich euch im Abspann. Ein Kochtopf, ein paar Schalen, hier sind ja, Einmachgläser, wir machen es ja in den Gläsern, das sind jetzt obligatorisch mal drei verschiedene. Ja, wir haben natürlich einen ganzen Haufen davon und wir haben einen Kochtopf. Ja, wenn ihr so einen Einkochtopf nicht habt, könnt ihr das mit einem Sous-Vide-Stick super machen oder ihr habt ein bisschen Gefühl und nehmt einen Kochtopf und versucht das so auf, ja, 80 bis 90 Grad zu halten. Das funktioniert auch, das habe ich auch schon gemacht, aber wer so einen Topf hat, der sollte ihn jetzt hier benutzen, denn der ist absolut gut dazu zu gebrauchen. Ja, ja, für die Pfälzer Leberwurst haben wir jetzt hier unser Fleisch liegen und zwar haben wir hier einmal Bauchfleisch. Dann haben wir hier mageres Schweinefleisch, hier ist Leber, genauen Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Leber ist natürlich viel zu viel, die brauchen wir nicht komplett, schaut da bitte unten rein. Ja, hier haben wir Schmalz, dann habe ich hier in dem Mörser habe ich Piment drin, den habe ich frisch gemörsert. Und hier drunter habe ich unsere Gewürze, damit uns die nicht wegfliegen, der Majoran hat eben hier schon ein klein bisschen ja, Verwirbelung durch den Wind draußen. Also Majoran haben wir hier. Dann haben wir Salz, wir haben Pfeffer und wir haben Muskat. Und jetzt kommt der Deckel wieder drauf, jetzt fliegt es weg. Ja, und wir haben hier Zwiebeln, die brauchen wir. Und ich habe jetzt hier nochmal Gewürze und zwar Lorbeerblätter und Pfefferkörner. Die habe ich mit Absicht auf diese Seite gestellt, ein bisschen getrennt, denn das kommt später in die Wurst. Und hiermit machen wir später eine Brühe, wenn wir unser Fleisch kochen. Hier werden wir natürlich nochmal die Schwarte unten abschneiden und wir werden noch mal kontrollieren, dass hier sämtliche Sehnen und Knorpel und eventuell Knochen komplett raus sind. Wir haben unseren Topf jetzt hier auf dem Gaskocher drauf und wir haben uns dazu entschieden, dass wir das Fleisch jetzt ganz lassen und doch nicht würfeln und kochen. Wir legen hier einmal rein unseren Schweinebauch und das Kilo magere Schweinefleisch. Dazu kommen die vier Lorbeerblätter und es kommt ein Teelöffel schwarzer Pfeffer. Na komm her, machen wir mal so hier. So sieht's aus. Mit rein. Das Ganze gießen wir jetzt auf mit Wasser, sodass das ganze Fleisch bedeckt ist. Und dann kochen wir es ungefähr eine Stunde. Hier haben wir unsere Leber schon abgewogen. Die kommt jetzt noch nicht mit rein, die kommt erst später mit rein. Aber da melden wir uns dann. Ja, wir machen das jetzt fertig. Und danach bereiten wir schon so ein bisschen die Zwiebeln vor, die wir in Schmalz anbraten. Ja, und wir legen los. So, wir haben jetzt das Fleisch mit dem Topf doch nochmal da drin in die Küche verfrachtet. Weil wir hier draußen nämlich nur einen Kocher haben, haben jetzt hier unsere Zwiebeln, 300 Gramm und da geben wir jetzt 70 Gramm Schmalz dazu und die werden wir schön glasig dünsten in dem Schmalz. 70 Gramm, das können wir auch schätzen, da brauchen wir nicht so sein. 250 sind das, die Hälfte von 250 wären 125 und davon nochmal die Hälfte wären also ein gutes Viertel, sagen wir mal. Ein gutes Viertel. Und wenn die Leberwurst am Ende etwas fettiger ist, dann haben wir halt Pech gehabt. So, wenn die Zwiebeln so aussehen hier in ihrem Schmalz, ja, dann ist es fertig. Stellen die einmal den
Kocher aus. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Drin das Fleisch muss noch ein bisschen kochen, dieses ist fertig. Wir trinken Bier. Ja, und wenn es weitergeht, dann seid ihr wieder mit dabei. Ja, das Fleisch war jetzt circa eine Stunde in dem heißen Wasser drin. Ich schätze mal so 90, 95 Grad wird das Wasser gehabt haben. Und das sieht richtig, richtig lecker aus. Ja, das ist das Problem bei Leberwurst. Also es ist tatsächlich ein Akt, der sieht nicht schön aus. Ja, aber so ist es halt. So, das Fleisch kommt raus und in das noch heiße Wasser legen wir jetzt die Leber. Für einige Minuten. Hier ist noch ein kleines Stück. Nichts verschwenden. Die kommt noch mit rein. Ja, in der Zeit schneiden wir jetzt, na, wir lassen es noch ein bisschen abkühlen, schneiden dann unser Fleisch klein. Und dann ist die Leber auch soweit und dann wird alles zusammen durchgewolft. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder. Na, guck mal, ein bisschen wie flummig ist das schon von der Konsistenz. Ja, das Fleisch, was wir jetzt hier haben, hat so circa 25% Gewichtsverlust bekommen beim Kochen. Die werden wir wieder dazufügen. Und zwar machen wir das gleich mit der Brühe, sprich mit dem Wasser, wo es drin gekocht hat. Dafür war es dann auch wichtig, dass der Pfeffer und die Lorbeerblätter mit da drin waren. Die mengen wir dann mit ein. Das machen wir später erst, wenn es durchgewolft ist. Was wir natürlich noch vorher machen, vorm Durchwolfen, ist das Würzen. Die Würze hatte ich euch ja vorhin gezeigt. Oh, heiliger Geschmack. Da ist der pure Geschmack drin. Saft Gottes. Die schneiden wir auch klein. Ja, hier sind unsere Gewürze, ihr erinnert euch, die mengen wir jetzt hier einmal durch. Ein bisschen aufpassen, dass uns der Majoran nicht wegfliegt. Beim Salz habe ich da wenig Bedenken, aber der Majoran, der ist, der lag ja schon beim Nachbarn. So, kommt hier einmal rüber. Und die Zwiebeln, die angebratenen, die sind natürlich schon wieder fest geworden in der Zwischenzeit, kommen auch mit dazwischen, die werden auch mit durchgewolft. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Unser Bret ist fertig. Ich habe es gerade schon mal probiert und es ist hervorragend. Das füllen wir jetzt in die Gläser ab.
Die Gläser haben wir vorher noch einmal ausgekocht. Die müssen natürlich hygienisch einwandfrei sein. Wir passen auch drauf auf, dass wir mit der Wurst oben den Rand nicht einsauen. Ja, die werden so bis circa 3/4 werden die gefüllt, die Gläser. Es wird schön angedrückt, dass wir möglichst keine Luft hineinbekommen. Ja, Wurstfreund Jörn macht das großartig. Da könnt ihr was lernen. Und die fertigen gefüllten Gläser kommen dann in unseren Topf. Ja, das machen wir jetzt mit dem ganzen Bret. Und nicht nur mit dem Bret, wir haben nämlich die Zwischenzeit genutzt und haben noch eine Zwiebelwurst im, ja, die wir auch im Glas machen wollen, hergestellt. Die kommt dann auch noch mit rein. Aber das zeigen wir euch nicht in diesem Video. Ich helfe jetzt mal ein bisschen mit. Und wenn wir alle Gläser fertig haben, dann schauen wir mal zusammen in den Topf rein, wie viel es geworden sind. So, ein Blick in unseren Einkochtopf verrät, es ist noch Platz drin, 18 Gläser, 18 waren es? Ja. 18 Gläser sind es jetzt geworden. Ja, da kommt jetzt Wasser drauf, dann werden wir das Ganze erhitzen auf 90 Grad. Und sobald die 90 Grad erreicht sind, werden wir es 2 Stunden bei 90 Grad lassen. Ja, und dann ist die Wurst fast fertig, dann muss ich nur noch abkühlen. Das machen wir mal flott, da müsst ihr nicht dabei sein. Wir packen auch noch die andere Wurst mit dazu. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn die Wurst fertig ist. Ja, die Nacht ist durch und da ist sie fertig. Unsere Pfälzer Leberwurst. Ja, und jetzt gilt es natürlich, sie zu probieren. Ich habe mir ein bisschen Brot besorgt, habe ein bisschen Schnittlauch hier frisch geschnitten. Ja, dann gucken wir mal, wie sie schmeckt. So, dann machen wir mal eins auf. Schauen wir mal. Jawohl, und die ist schön cremig. So soll sie sein. Hoppla. Da werden wir was drauf schmieren hier. Und zum Garnieren mag ich ganz gerne ein bisschen Schnittlauch auf der Leberwurst. Ja, hoffen wir, dass sie schmeckt. Absolut genial. Boah. Schmeckt absolut genial. Ihr habt gesehen, so ein klein bisschen Aufwand ist das schon. Zwar eine Sache schnell gemacht, aber du musst noch wolfen, du musst dies noch machen, du musst über Nacht oder du musst dann noch einkochen, das noch abkühlen lassen. Von daher ist es ein bisschen Arbeit, aber es hat sich absolut gelohnt. Kann ich euch nur empfehlen, das mal nachzumachen, wenn ihr Bock habt auf Wurst machen. Ja. Wenn ihr Lust habt auf Wurst machen, dann bleibt gerne dran hier. Wir haben noch mehr Wurst dort gemacht und wir werden auch noch mehr Videos euch zeigen, wo wir selber Wurst machen. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich esse jetzt weiter auf, bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.